Nirgendwo auf der Welt sind so viele Menschen mit dem Coronavirus gestorben wie in den USA. Grund dafür ist ein US-Präsident, der seinem Job nicht gewachsen sei. So zumindest Michelle Obama. Die frühere First Lady wirft in ihrem, wie sie es nennt, Schlussplädoyer Donald Trump vorsätzliches Missmanagement vor. Inzwischen sind mit mehr als 200.000 Menschen mehr Amerikaner nach einer Corona-Infektion gestorben als in den Kriegen im Irak, in Afghanistan, in Vietnam und Korea zusammengenommen. Mittlerweile sind 23 enge Mitarbeiter des US-Präsidenten mit dem Virus infiziert. Jetzt auch Stephen Miller, leitender Berater des Weißen Hauses. Trumps Herausforderer Biden stellt nun die Teilnahme am nächsten TV-Duell in Frage. Wenn Trump noch Covid hat, sollten wir keine Debatte führen. Trump hält trotz seiner Infektion an dem Duell fest, twittert, es wird großartig. Und ein paar Stunden später stoppte er ebenfalls via Twitter die Verhandlungen über ein Corona-Hilfspaket. Und das in der schwersten Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten. Ein Paket will der Präsident erst nach der Wahl im November verabschieden, als Gewinner versteht sich. Ich habe meine Vertreter angewiesen, die Verhandlungen zu stoppen. Unmittelbar, nachdem ich gewonnen habe, werden wir ein großes Konjunkturpaket verabschieden, das sich auf hart arbeitende Amerikaner und kleine Geschäfte konzentriert. Die Demokraten hatten vorgeschlagen, rund 1.900 Milliarden Euro für das Hilfspaket auszugeben. Die Trump-Regierung bezeichnete das als unseriös, ein Kompromiss war nicht in Sicht. Nancy Pelosi, die Präsidentin des Abgeordnetenhauses, verurteilt Trumps Ankündigung, er zeige damit sein wahres Gesicht. Er verweigert armen Kindern, den Arbeitslosen und hart arbeitenden Familien dringend benötigte Hilfe. Und damit wird wohl auch Mike Pence konfrontiert werden, heute im TV-Duell der Vizepräsidentschaftskandidaten.